Herzlich willkommen zu den Videocutters der DO La Mancha. Mein Name ist Per Holm und heute verkosten wir gemeinsam einen Wein von Viñedos y Bodegas Muñoz. Der Wein nennt sich Blas Muñoz. Es ist ein Chardonnay und auf dem Etikett steht auch schon drauf Fermentado en Barrica, auf Deutsch im Barrique vergoren. Daher haben wir von der Farbe auch schon ein etwas kräftigeres Gelb, mitteldichtes Gelb, leicht grünliche Reflexe noch. Von der Nase nicht anders als zu erwarten, natürlich sofort etwas rauchige Noten von der Vergärung im Holzfass. Vanille, Karamell, aber auch die Fruchtaromen, Banane, Gelbfrucht, etwas Papaya kommt hinzu. Es ist sehr schön ausgewogen, dieses Spiel zwischen der Holzwürze und der Fruchtaromatik, sehr gut harmonisch integriert. Ein cremig saftiger Auftakt bei diesem Wein, ganz typisch für einen Wein, der kurz im Holzfass ausgebaut worden ist. Chardonnay kommt ganz normal hervor, cremig, weich, fast schon eine burgundische Art. Dann diese Gelbfrucht, das leicht rauchige, sehr gut integriert. Also es ist nicht so, dass das Holz die Frucht überwiegt, sondern es ist harmonisch integriert.